Die wichtigsten Trendthemen für 2022 sind für mich Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Gesundheitssensorik und Taste Unlimited. Taste Unlimited finde ich ganz besonders spannend, dass zum Beispiel internationale Spezialitäten dann regional angebaut werden. Dann kommt der Mozzarella nicht aus Italien, sondern aus einer Region in Deutschland und hat natürlich auch andere geschmackliche Facetten. Nach dem enormen Ausbau des Marktes für Fleischalternativen dürfen wir uns jetzt vor allen Dingen auf Produktneuheiten bei pflanzlichen Käse und bei Joghurt- und Quarkalternativen freuen und auch auf Weiterentwicklungen pflanzlicher Fisch- und Eialternativen. Dies erlaubt der Gastronomie, pflanzliche Speisen immer leichter zu veganisieren. Wir befinden uns inmitten einer Ernährungswende. Die Nachfrage nach pflanzenbasierten Lebensmitteln wächst europaweit. Zellkultivierte, vor allen Dingen hybride Produkte, dürften in den nächsten Jahren an Marktreife erlangen. Hybride Produkte verbinden dabei das Beste aus zwei Welten, eine pflanzliche Grundlage und zellkultiviertes Fett für die Saftigkeit und den authentischen Fleischgeschmack. Mit der Zulassung werden schnell Skaleneffekte erwartet. Das 10. Jahr in Folge sind wir das Trendforum PinkCube, wo wir nicht nur spannende Trendvorträge halten und viele Impulse für die Besucher geben, sondern wir sind auch Kommunikationsplattform, dass man sich dort trifft und austauscht. Und seit mehreren Jahren führen wir eine Trendstudie im Auftrag der Internorga-Messe durch, den Foodzoom, der dieses Jahr natürlich wieder eine neue Auflage bekommt, wo wir uns intensiv mit dem Markt beschäftigt haben. Was sind Veränderungen im Außerhausmarkt? ProVeg ist natürlich wieder vor Ort dabei. An unserem Stand erwarten Sie täglich Masterclasses zu verschiedenen Themen. Am Vortag der Internorga präsentiere ich auf dem Foodservice Forum außerdem unser neuestes Systemgastro-Ranking. Für mich ist die Internorga freiwillige Pflicht. Und ich freue mich, jedes Jahr dorthin zu gehen und dieses Jahr ganz besonders, weil wir alle wirklich so ein Bedürfnis danach haben, uns zu treffen, im Austausch miteinander zu sein und dass man Zukunftsvisionen weiterspinnt und ja, sich gegenseitig Mut macht.